Oh Mann, Leute, Mario-Spiele stehen ja wirklich eigentlich für Spaß, aber heute präsentiere ich euch drei wirklich so grauenhaft schlechte Mario-Spiele, die ihr wahrscheinlich gar nicht auf dem Radar habt. Deswegen bleibt dran, liebe Leute, ich begrüße euch erstmal recht herzlich zu einem erneuten Video und es kommen jetzt auch wieder mehr Videos und ich habe mir gedacht, um letztendlich wieder mit dem knackigen neuen Video zu starten, ist es perfekt, meine Trash-Mario-Games-Serie einfach wieder aufleben zu lassen. Heute habe ich drei weitere richtig schlechte Spiele rausgesucht, Leute. Bleibt einfach dran, ich würde sagen, wir starten direkt. Viel Spaß! Ja, Leute, wenn man ein Videospiel spielt, dann will man nicht gleich lernen. Und es hatten damals viele Pädagogen den intelligenten Einfall, dass man Kindern einfach besser irgendwas beibringen kann, wenn man das in Form eines Videospiels mit Mario am besten noch verpackt. Und das gab es öfter, Leute. Und eines davon ist Mario Early Years Preschool Fun aus dem Jahre 1994. Mein Geburtsjahr, by the way. Aber leider ist in diesem Jahr auch dieses eklige Spiel geboren, Leute. Und guckt euch das mal an. Erstmal die Overworld. Einfach 6 Inseln, in der Mitte ein Floß mit Yoshi, Mario und Peach. Was ja an sich erstmal nicht so schlecht aussieht. Und es ist wirklich ein Spiel für ganz kleine Kinder. Aber die Mario Lizenz dafür so zu missbrauchen fast schon, finde ich echt ein bisschen schade, was Nintendo immer da damals gemacht hat mit der Lizenz. Noch heute hüten sie die ja wie ein Heiligen Gral in ihren heiligen Hallen von Nintendo. Da geben sie die Lizenz wirklich gar nicht raus und kooperieren, wie gesagt, nur mit ausgewählten Partnern, wie zum Beispiel Ubisoft. Aber hier in diesem Lernspiel in Preschool Fun ist zum Beispiel das eine Spiel, dass du einfach ein verschiedenes Tier hörst und du musst es dann anklicken. Also es ist wirklich für kleine Kinder gemacht. Aber ein Spiel hat mich extrem verstört, und zwar, wo man wahrscheinlich den Körper lernen soll, und das in Hand von Mario, Leute. Und da muss man Mario so komisch anklicken und auch seine Haare kann man irgendwie abschneiden. Das ist irgendwie ziemlich komisch, Leute. Egal, lass uns zum nächsten Spiel gehen. Das nächste Spiel ist 10 Jahre jünger, aus dem Jahre 2004 und heißt Mario Pinball Land. Und es ist gerade unter den Mario-Fans allgemein nicht so beliebt, aufgrund des schlechten Gameplays. Und Leute, guckt euch auch mal die Cutscene an. Dort gibt es eine Maschine, die die Bewohner des Pilzkönigreichs in Kugeln, also in kleine Pinballs, formt, wo natürlich erstmal alle begeistert sind und sich auf komische Ziele schießen lassen. Und der Plot des Spiels ist, dass Peach es auch probiert, aber sie wird dann von einem Goomba in der Kanone nicht ins Ziel geschossen, sondern in das Schloss von Bowser, höchstwahrscheinlich. Und das Spiel ist nicht nur jetzt für mich, also grottenschlecht. Ich habe es damals sogar gespielt, auf dem Game Boy Advance. Aber man muss dazu sagen, dass das Spiel allgemein auch eine schlechte Kritik abgesahnt hat, weil das Pinball-Gameplay an sich auch ziemlich grottenschlecht ist. Vielleicht liegt es auch an den Hardware-Limitationen von dem Game Boy Advance. Es gibt wahrscheinlich den einen oder anderen, der damit Spaß hat, aber die Mehrheit hatte es nicht. Und Nintendo hat danach auch kein Pinball-Mario-Spiel mehr rausgebracht, was auch wieder die Aussage bestätigt. Das letzte Spiel von 1993, also das älteste Spiel von heute, und es kam für die NES raus und es heißt Mario's Time Machine und es war wieder ein Lernspiel. Und diese Spiele sind wirklich auch bekannt als die schlechtesten Mario-Spiele, weil sie, also nicht weil sie Lernspiele sind, sondern weil sie einfach auch rein technisch einfach grottenschlecht sind. In Mario's Time Machine hat Bowser aus unserer Zeit, aus unserer Welt, Leute, aus unserer Welt, aus verschiedenen Zeiten, aus verschiedenen Epochen verschiedene Artefakte geklaut, beziehungsweise historisch wichtige Objekte, und Mario muss diese wiederholen. Und Mario findet auf einmal so eine Zeitmaschine in irgendeiner komischen, sieht schon fast wie eine deutsche Burg aus. Dort kann man dann das Jahr einstellen und die Location, also das Land. Und es geht wirklich von Afrika bis Amerika, bis Europa, Leute. Kann man überall hinreisen in die verschiedenen Jahre und dort richtig grottenschlechte Minispiele absolvieren. Also wirklich trashig ohne Ende. Ihr seht es ja hier eingeblendet. Was überhaupt nichts mit Mario zu tun hat. Außer letztendlich die Sprites, die einfach 0815 in Mario-Sprites umgewandelt wurden. Und die Animationen von Mario und so sind einfach echt richtig übel. Aber ihr seht es ja selber. Mir tun einfach die Kinder leid damals, die eine NES hatten und ein neues Mario-Spiel kriegen, packen es aus, machen es rein in die Konsole und kriegen dann das. Also wirklich. Und die Eltern tun mir auch leid. Die dachten, vielleicht ist das ein cooles Spiel und nicht wussten, dass es ein Lernspiel ist, weil Mario auf der Packung ist, Leute. Ja, das waren wieder drei trashige Games. Gebt einen Daumen nach oben, dann mache ich auf jeden Fall noch ein Part. Ich habe noch weitere richtig schlechte Mario-Spiele auf Lager, weil Mario halt so viele Spiele, die haben damals die Lizenz einfach so verhunzt. Deswegen gibt es so viele, Leute. Gebt einen Daumen nach oben, dann weiß ich Bescheid. Dann mache ich noch ein Part. Ich bin damit raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.